Hallo und willkommen nach einer ganzen Weile mal wieder zu einer Patch Note von ARK. Aber gut, Studio Wildcard war, ja, ich würde mal sagen, recht faul, zumindest was Patch angeht. Aber ist ja auch nicht das Schlechteste, wenn nicht die Woche 5 Stück kommen. So viel Neues gibt's nicht, genau genommen eigentlich gar nichts mehr, nur Balancing technisch. Gut, wir nähern uns dem Ende von ARK, was will man noch großartig Neues erwarten? So, schauen wir mal, was haben wir denn alles Schönes? Haufenweise Fixe, allgemeine Art, gestopfte Löcher, Kollisionen, was man halt so kennt, wenn man halt mal die Maps ein bisschen genauer erforscht hat, dann kennt man so die eine oder andere Stelle, wo man halt mal auf den Boden fallen konnte und so weiter und so fort. So, davon wurden jetzt diverse Sachen geschlossen, ob alles, wahrscheinlich eher nicht, aber okay. Gut, dann ein lustiger Bug, den kann ich so auch noch nicht. Die Cliff-Plattformen ließen sich wohl an Sachen setzen, wo man sie hätte nicht setzen können. Zum Beispiel in der Nähe von Obelisken, Terminals und an der unsichtbaren Weltbarriere. Stelle ich mir gerade richtig cool vor, da eine Cliff-Plattform dran zu setzen. So mitten am Rand der Map. Kann zwar nur die halbe Plattform nutzen, aber naja. So, dann wohl auch ein sehr lustiger Bug. Stelle ich mir jetzt gerade bildlich vor. Ich kann es natürlich leider nicht mehr nachstellen. Quetzis konnten Kakinos hochheben. War bestimmt ein interessantes Bild. So, dann noch ein paar Fixes. Vor allem was Flyer und so weiter angeht, haben einiges an Fixe bekommen nochmal. Joa. Dann kommen wir. Pachirino wurde ein bisschen genervt. Also, der Pachirino hat ja, wie man es auch beim 3 kennt, eine Panzerung am Schädel gehabt. Die ist jetzt ein bisschen reduziert. Unser lieber Aventavis hat Leben verloren, gleich 20%. Das ist natürlich nicht gerade ohne. Die Flyers haben wir sowieso schon mal, die haben wir schon mehrfach einen Nerf gekriegt. Kann ich mal gucken. Irgendwo noch ein Aventar stehen habe. Ja, da habe ich noch den Hemden, den ich noch von meinem letzten Video hatte. Ah, okay. Musste erst nachladen. Ich kann mich auch noch in die Viecher gewöhnen. 2,8. Weiß halt nicht, wie viel er vorher gehabt hatte. Naja. Will ich jetzt gerade. Da hinten noch getamte, will die noch haben. Ja, okay. Ja, gut, ich sollte mich vielleicht nicht so sackenschwer, wie ich gerade bin, auf so ein armes Tierchen draufsetzen. Und daher, ja gut, gucken wir mal. Das ist ein bisschen was beim Griffen wurde korrigiert. Da gab es auch ein paar kleine Bugs. Klonkosten wurden bei dem jetzt auch noch geändert. Mal 5000. Ja, ich glaube, der hatte mal Zähne. Ganz, ganz früher. Müsste jetzt aber schwindeln. Also steht zumindest, dass es 20% weniger haben. Na gut. So. Dazu kommen wir gleich noch. Dann nochmal ein Nachfix, was die Haltbarkeitsreduzierung beim Hazardanzug angeht, haben sie noch mal ein bisschen runter, haben sie noch mal runtergeschraubt, was nicht ganz so krass ist. Ressourcenkosten der Fabricated Sniper haben sie auch mal runtergesetzt. Ja, um 25% gleich, das ist natürlich ordentlich. Vor allem, wenn wir uns auch richtig, wenn ich meine, wenn ich mich an die ganz, ganz teuren Blueprints erinnere, aber da müsste ich sogar noch einen im Lager liegen haben. Alter, alter Zeit. Ist ja theoretisch gesehen bei 25% Reduktion müsste das natürlich jetzt auch auf die Blueprints sich mit hochrechnen. So, rein von der Theorie her. Gucken wir mal, ob ich den Blueprint noch finde. Ja, mein Hai guckt auf die Decke. Was war die alte damals? Ja, die hat damals fast 3000 gekostet, wenn mich recht entsinne. Die ist billiger geworden.
Und das ist gerade mal nicht schlecht, weil das ist eigentlich schon eine sehr, sehr nette Knarre und die ist halt unendlich teuer, wenn du so richtig guten Blueprint hast. Ist die so dermaßen teuer. Naja. Dann, was auch mal nicht schlecht ist, Gewächshäuser haben nun endlich mal ein bisschen mehr Leben, also nicht nur die 100, sondern halt auch mal ein bisschen mehr. Das können wir auch mal ausprobieren, wie viel. Muss uns nochmal ercheaten. Na, frisst irgendwas, mir egal. Fundament und Greenhouse, reicht eine Wall. Gilt jetzt. Ist mir egal. Gilt jetzt wohlgemerkt nur für neu platziert. Ich hätte sonst auch mal ein altes Gewächshaus gucken können, da hat es aber. Ah, okay. Greenhouse Wall geht nicht an ein Fence-Fundament. Das ist natürlich interessant. Und hat. Wie sinnvoll das ist, sei jetzt mal dahingestellt, dass das so und so hätte gegangen. So, 2000. Ich würde mal sagen, das ist eine Steigerung von 2000%. Im gerechten Sinne hatten die sonst immer 100. Das ist sehr, sehr ordentlich. Das heißt, sie sind auch nicht gleich ganz kaputt. Gut, immer noch per Faust beschädigt. Aber gut, warum auch nicht. So. Dann haben wir noch so schönes. Tresorkapazität mehr als verdoppelt. Also von statt 150, 350 Plätze. Ja, definitiv für Leute, die nicht gerade mit S Plus spielen oder anderen Mods, die Schränke mit höherer Platz machen, ist das vielleicht gar nicht mal schlecht. Weil das Ding ist ja riesig, der Standard-Tresor, dass da jetzt auch mal 350 reinpassen und nicht nur 150. Ja, definitiv gute Entscheidung. PIN-Code für den Kühlschrank, ja gut, ist wahrscheinlich eher fürs PvP interessant. Muss man den Kühlschrank erst sprengen, bevor man ausräumen kann. Wobei, wer klaut die Eier? Vielleicht die Kippel. Wobei, befruchtete Eier? Unmöglich. Ah, dann noch eine Änderung für SE. Hauptsächlich interessant. Die Textsättel funktionieren nicht mehr bei Gewitter. Ja, logisch. Die Frage ist, ob der dann automatisch landet und nicht mehr weiterfliegen kann. Naja. Gut. So, und dann kommen wir jetzt nämlich auch schon zu den, denke ich mal, relativ interessantesten Änderungen. Ah, das hört sich immer so schön an wie früher. So, ihr habt schon gesehen, ich habe hier einiges an Rüstung in der Tasche. Das hat auch seinen guten Grund. Und zwar wurden die Rüstungen neu gebalanced. Zumal die Flakrüstung hat jetzt ein bisschen weniger. Gut, das sieht man jetzt natürlich, weil ich gemischte Teile habe, lässt sich jetzt schlecht sehen. Auf jeden Fall 7% weniger Panzerung. Das ist nicht viel. Oh ja, gut. So, was aber eher das Interessante ist, ist. Eine Sache, die mich schon seit, oh, wie alt ist Ark? 3 Jahre geht es jetzt so langsam. Immer sehr gewundert hat, ist die, gerade die neuen Rüstungen, die sie später eingeführt haben, die hatten ja ein Gewicht. Sogar nicht hier, also gerade die Fellrüstung war extrem schwer. Die alten Rüstungen, gerade sowas wie eine Flak-Rüstung oder sowas, nicht. Die haben alle Rüstungen, Stoff, Leder, Chitin und Flak, hat immer 0,5 Kilo gewogen. So, und das wurde jetzt mal grundlegend geändert. Dann sehen wir nämlich mal so eine Stoffhose und eine Brust wiegen halt jetzt 1 Kilo, also doppelt so viel. Im Kopf noch die 0,5 und Schuhe und Handschuhe sind sogar leichter geworden. So, Leder wird ja schon sinnvollerweise teurer. Gibt es nämlich schon 4 Kilo, das heißt mal viermal so viel Stoff. Leder ist ja auch schwerer, klar. Gleiche gilt jetzt für Chitin. Da fangen wir ja schon bei 6 Kilo bei den großen Teilen an. Und natürlich Flak 10 Kilo. Jetzt mag sich einer denken, jetzt muss ich ja hier, wenn ich eine Flak-Rüstung laufe, da wird das ja richtig schwer. Ja, dann sind es jetzt halt eben 30 Kilo.
Dann montierst du noch einen Gleiter drauf, das ist nochmal 20 Kilo, bist du allein schon bei 50 Kilo nur an Rüstung. Dann natürlich noch vielleicht die eine oder andere Knarre. Es ist dann schon ordentlich, da musst du schon ein bisschen was an Gewicht reinpumpen. So. Ja, Tauchersachen. 20 Kilo für eine Taucherflasche. Wow, ja, schwer, aber wer schon mal so eine Taucherflasche in der Hand gehabt hat, der wird wissen, dass die nicht gerade leicht ist. Von daher, definitiv realistisch. Ob das fürs Spiel schöner ist, das sei jetzt mal dahingestellt. War schon angenehm früher mit 2,5 Kilo eine komplette Rüstung zu tragen. Jetzt sind es halt ein bisschen mehr. 12-fache bei einer Flak. Naja. So, das gleiche gilt jetzt natürlich auch für die Desert-Rüstung. Die hat jetzt auch entsprechende Gewichte. Die Ghillie-Rüstung wurde nochmal, wurde auch geändert. Wobei die hatte die schon Gewicht. Bin mir jetzt ehrlich gesagt gar nicht mehr so sicher. Weil die auch noch recht schwer ist, finde ich. Die ist also auf Desert-Ebene runtergesetzt. Na gut. Ah, hier auch die Hazard-Rüstung. Hätte vielleicht sogar ein bisschen schwerer sein können, hätte ich gesagt. Naja. Und die Fellrüstung ist, glaube ich, ein bisschen leichter geworden, wenn ich es jetzt richtig im Kopf habe. Ich glaube, vorher ein bisschen mehr gewogen. Die wiegt jetzt halt ein bisschen mehr als Flak. 12 Kilo ist ja okay. Und die schwerste ist jetzt natürlich die Riot-Rüstung. 14 Kilo, 28, ja, 31, 36, 42 Kilo für die Riot-Rüstung. Dann noch eine für 25 Kilo die Sniper in die Tasche, noch ein bisschen Munition. Ja, gönn dir. Also ist eine sinnvoll, also wie gesagt, sinnvolle Änderung, definitiv. Es ist natürlich nicht unbedingt eine schöne Änderung. Sagen wir es mal so. So, machen wir den ganzen Arm weg. War ja alles nur zum Zeigen. So, und jetzt kommen wir zu einem nächsten Punkt, den ich persönlich auch sehr, 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 sehr unschön finde. Eigentlich habe ich mir da einen gewissen Balance an der Stelle gewünscht, aber nicht in dieser Form. Und zwar wurden der Ichthyo und der Plesio geändert. Ich weiß ehrlich gesagt nicht, wo mein Ichthyo ist. So, und zwar, wer den Ichthyo noch kennt, der weiß ja, dass das immer ein schönes, flinkes Viechchen war. So, ich sprinte jetzt gerade. Das ist ja irgendwie langsamer, wer es kennt. Ja, der Ichthyosaurus und auch der Plesio, werde ich gleich zeigen, wurden verlangsamt. Und zwar gleich mal um satte, wie viel waren es? 35%? Also das ist schon erheblich. Und wenn man bedenkt, wie schnell, ach, hier ist noch ein Piranha von meinem letzten Test. Und nehmen wir mal das Haichen da drüben. Also normalen, ohne Sprint, bin ich noch ein bisschen schneller als ein Hai. Aber ich sag mal so, es gibt ja noch deutlich schnellere Tierchen. Gerade so wie heißen sie? Die Tintenfische vielleicht nicht unbedingt, aber die Moser sind natürlich schon nicht gerade langsam. Können schon recht ordentlich Speed geben. Wenn ich natürlich jetzt immer unten einen finden würde, wäre das natürlich richtig cool. Aber bei meinem Glück garantiert gerade nicht. Hi. Noch ein Hai. Ein Alpha-Hai wäre lustig, die sind ja ein bisschen schneller. Ein Plesio wäre natürlich jetzt blöde, weil der ist ja auch verlangsamt. Das brecht ihm ja nicht einmal was. Aber man merkt schon, also gut, klar, er ist jetzt natürlich nicht gezüchtet und so weiter und so fort. Keine Speed-Level vergeben, wobei Speed-Level ja so nichts mehr bringt, wirklich viel. Finde ich persönlich. Ja, war doch mal immer hier. Ah, guck mal, da haben wir doch einen Mosa. Sehr ideal. Komm mal her. Oh.
Nein, im Sprint kommen wir gerade so weg. Was denn mal die. Es ist schon sehr, sehr erheblich, finde ich, wie langsam die jetzt geworden sind. Und gerade der ich, die hat ja einfach davon gelebt, weil er macht einfach keinen Schaden. Er macht keinen Schaden, er hält nichts aus und er hat einfach immer von der Geschwindigkeit gelebt, und ihn dann so dermaßen langsam zu machen. Definitiv fand ich das keine gute Idee. So, vor allem, wenn man denkt, das schlimmste Vieh ist eigentlich der Manta. Das Ding geht ja ab wie sonst was, so ein Manta. Wenn du den vor allem noch dann imprintet noch hast und dann auf 20% Speed, boom. Und dann haust du noch auf Speed, dann wird das Vieh mäßig schnell. Also das ist echt hart. So. Ja, dann machen wir das Ganze noch mit unserem Freund, dem Plesio. Nehme ich jetzt mal meinen Getämten. Zum Normalen geht es noch einigermaßen. Im Sprint. Boah. Es geht noch. Also Plesio ist noch relativ schnell. Was er natürlich immer noch nicht ist, wendig. Das hätten sie echt langsamer machen können. Aber gut, das ist wahrscheinlich noch nicht DLC-mäßig dran gewesen. Piranha mit wegfressen hier, dass gleich mal weg ist. Ja, also ich mag ja eigentlich den Plesio auch sehr, muss ich sagen. Bis zu dem Zeitpunkt, wo dann die Aale kamen und die Quallen und der Tintenfisch. Dann bin ich dann doch irgendwann auf die Wale umgestiegen, beziehungsweise auch mal einen Moser, weil der einfach noch viel härter ist. Also gut, also entweder ist die Info falsch, aber er kommt mir immer noch recht schnell vor. Ich muss sagen, es geht auf jeden Fall noch bei dem hier. Ich glaube, den hatte ich schon richtig auf Ausdauer gehämmert. Ah, noch nicht so viel. Aber der verbraucht recht wenig Ausdauer, bilde ich mir gerade ein. Oder? Ach ne, das kommt mir noch so vor. Ah, also bei dem geht's. Also wenn ich die, ist es viel krasser, finde ich. Bei dem geht es hier noch einigermaßen. Okay, der Bug ist natürlich immer noch drin. Wenn man die rechte Feststelltaste benutzt, dass er dann permanent im Sprinten ist, auch wenn er sich nicht bewegt. Das hätten sie auch mal fixen können. Naja, hoffen wir mal das Beste noch drauf. Ja, gut, also Meinung: Plesio ist noch okay, die Geschwindigkeitsreduzierung. Ich die definitiv nicht. Das ist zu krass, finde ich. Da könnt ihr ruhig wieder ein bisschen zurückholen oder zumindest ein bisschen Speed wieder drauf geben. Wenn er schon nicht alles hochgibt, aber zumindest ein bisschen dürft ihr ruhig geben. Ah. Nein, 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 nein. Jetzt geht das Zeug hier wieder ab. Och nö! Jetzt kann ich ja wieder suchen gehen. Naja, gut, das erspare ich euch lieber mal. In diesem Sinne. Mal wieder eine kleine Aktualisierung zu Ark. Macht's gut!